Keine Überraschungen, aber viel Emotionen bei der Jahreshauptversammlung des SV Darmstadt 98. Der scheidende Präsident Hans Kessler zieht ein positives Fazit seiner fünfjährigen Amtszeit. Wir können heute an dieser Stelle konstatieren, dass der SV Darmstadt 98 wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben ordentlich mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, gewirtschaftet. Planen wir mit Einnahmen von 4,2 Millionen und wir haben einen Gewinn von 120.000 Euro geplant. Das heißt, auch hier wiederum versucht, ein gesundes wirtschaftliches Ergebnis abzuschließen, dass eben auch der Verein das in Zukunft bleibt, was er ist, im Moment nämlich ein gesunder Sportverein. Nach dem Rechenschaftsbericht von Hans Kessler wurde es dann Zeit für die ganz großen Emotionen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen nochmals und ausdrücklich für Ihr Verständnis, aber auch mit dem respektvollen Umgang dieser meiner persönlichen Entscheidung. Vielen Dank. Ein Tränchen und der Dank an eine besondere Person, an Hans Kesslers Seite. Ohne dich, liebe Abby, hätte ich das nicht geschafft. Dankeschön. Hans Kessler ist gerade eben verabschiedet worden. Standing Ovations, minutenlang für den scheidenden Präsidenten. Wie ging es Ihnen als Mitglied denn bei der Szene? Ja, Gänsehaut ist das. Also ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich kann sehr gut verstehen, dass er aufhört. Ich finde es total schade. Er war ganz wichtig für uns und wir werden immer an ihn denken. Also ich hoffe, dass er auch immer uns treu bleibt. Der designierte Nachfolger Rüdiger Fritsch will die gute Arbeit von Hans Kessler fortfahren. Auf ihn wartet ein neues Kapitel SV Darmstadt 98. Es wird für mich eine Ehre sein, das Präsidentenamt von Darmstadt 98 zu übernehmen und ich und selbstverständlich auch mein zukünftiges Team werden uns anstrengen, der neuen Verantwortung gerecht zu werden. Damit ist mit überwältigender Mehrheit der Herr Rüdiger Fritsch gewählt. Rüdiger Fritsch, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum neuen Präsidenten des SV Darmstadt 98. Welche Herausforderungen stehen Ihnen denn jetzt bevor? Ja, die Herausforderungen sind ja altbekannt und auch keine neuen. Wir wollen uns auf sportlicher und wirtschaftlicher Ebene immer weiter verbessern, das wollen alle. Aber ich denke, wir haben jetzt auch mit der Arbeit, die wir in den letzten Jahren erledigt haben, eine ganz gute Position. Wir dürfen meines Erachtens jetzt nicht übertreiben, wir müssen weiterhin Schritt für Schritt nach vorne gehen und müssen in beiden Bereichen im Rahmen der wirtschaftlichen, die Stärkung der wirtschaftlichen Basis, die meines Erachtens direkt mit der sportlichen Entwicklung verbunden ist, einfach solide weiterarbeiten. Das neue Präsidium um Rüdiger Fritsch komplettieren Markus Pfitzner, Anne Baumann und Wolfgang Arnold. Und neu hinzugewählt wurden Uwe Kuhl sowie Volker H.